Es hat solch eine dynamische Veränderung der Sonnenflecken gegeben. Es wird eine sehr dynamische Veränderung der Sonnenflecken in den kommenden 6 Jahren geben. Wann immer also solche Veränderungen in der Sonne oder dem Muster, wie die Sonne funktioniert, auftreten, wurde immer wieder festgestellt, dass phänomenale Veränderungen im menschlichen Bewusstsein stattfinden. Aber es ist keine gesteuerte Veränderung, es ist keine gezielte Veränderung. Veränderungen werden einfach geschehen. Zum Beispiel an einem Vollmondtag oder an einem Neumondtag. An diesen Tagen geschehen bestimmte Veränderungen in einem Menschen. Die meisten Menschen bemerken es nicht, aber es geschieht. Wenn du psychisch sensibel wärst, dann würdest du es deutlich merken. Menschen, die aus irgendwelchen Gründen psychisch unausgeglichen sind, werden an diesem Tag feststellen, dass sie noch viel unausgeglichener sind. Es geschieht also, aber diejenigen, die meditativ sind, werden noch viel meditativer. Diejenigen, die sanftmütig sind, werden noch viel sanftmütiger. Diejenigen, die liebevoll sind, werden noch viel liebevoller. Diejenigen, die verrückt sind, werden noch viel verrückter. Es wird also eine gewisse Anhebung vorgegeben, aber sie ist nicht zielgerichtet. Wenn du den Kräften um dich herum völlig ausgeliefert bist, wirst du sehr instabil sein, auf und ab. Der ganze Ozean steigt. Du denkst also, in diesem Körper passiert nichts? Es passiert definitiv was. Nun werden die Sonnenflecken definitiv eine Art von unberechenbarer Energie erzeugen. Aber wie sie sich auf den Menschen auswirken wird, bleibt uns überlassen. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir eine Vorhersage haben und darauf warten, wissen wir nicht, wie es ausgehen wird. Wenn wir einen Plan haben, ist jede unberechenbare Situation auch eine Möglichkeit. Denn die Dinge sind mobil, die Dinge sind mehr im Fluss. Dies ist die Zeit, die Dinge so zu gestalten, wie wir sie wollen. Es ist also eine Möglichkeit. Bedeutet das, dass die Möglichkeiten nur jetzt da sind und bisher nicht? Nein, diese Dinge geschehen immer, zu bestimmten Zeiten vielleicht etwas mehr als zu anderen Zeiten. Also in Bezug auf die Natur, in Bezug darauf, wie der Planet funktioniert, wie die natürlichen und himmlischen Kräfte auf diesem Planeten in den kommenden 6 Jahren wirken, wird etwas anders sein. Vielleicht ist etwas nicht das richtige Wort. Anders in einer ziemlich ausgeprägten Weise. Wenn wir also einen Plan haben, um diese unberechenbare Natur zu nutzen, wenn wir genügend Menschen vorbereiten, die das notwendige Sadhana haben, die den notwendigen Fokus in sich selbst haben, dann könnte das menschliche Bewusstsein definitiv viel leichter steigen als zu anderen Zeiten. Auf diese Weise ist es etwas förderlicher, aber man muss verstehen, es ist so, wenn der Wind weht, wenn du so fliegst, wenn du ein Flugzeug hast und wenn du in den Wind fliegst, wirst du mühelos fliegen. Angenommen, du bist in der falschen Richtung, wirst du abstürzen. Der Wind weht einfach, nicht um dich zum Fliegen zu bringen, nicht um dich zum Absturz zu bringen, er weht nur. Aber es liegt an dir, ob du ihn zum Fliegen oder zum Abstürzen nutzt. Also gegenwärtig sind die Sonnenflecken wesentlich anders in den kommenden 6 Jahren. Aus diesem Grund wird es deutliche Unterschiede in der Art und Weise geben, wie der Planet funktioniert. Wir können aufsteigen oder wir können abstürzen. Ich habe den Plan, aufzusteigen. Bitte komm mit mir.